Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hassmaske-Box von Rough Fiction. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hassmaske von Rough Fiction, das Ganze am 24. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, wie wir sehen können, haben wir hier tatsächlich nicht nur eine, auch nicht zwei, nein, es sind tatsächlich drei Boxen. Ja, drei Bandmitglieder ergeben in diesem Fall drei Boxen. Man hat es hier tatsächlich gemacht. Man hat hier jedem der einzelnen Mitglieder eine einzelne Box gemacht. Also, wir haben hier Hassmaske, Hauke Edition, also Chris Lev. Dann einmal die Klaus Edition, Craig Klaus, und einmal die Arbok Edition, Arbok 48. Ja, die werden wir uns jetzt mal anschauen. Ich würde sagen, wir starten mit der Hauke Edition. Die anderen zwei packen wir noch zur Seite. Nettes Teil am Rande, wenn man die dann hier alle drei zusammen hat, dann hat man auch hier, wenn man die dann so wie Bücher ins Regal stellen würde, auch noch ein schönes Motiv. Alle drei Masken, alle drei Schriftzüge hier zusammen. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit der ersten Box. Die anderen zwei gibt es dann demnächst. Also, los geht's. Das ist die Hauk Edition, also die Box von Crystal F. Die sehen designtechnisch alle recht ähnlich aus, aber unterscheiden sich natürlich einerseits vom Artwork, aber auch vom Boxinhalt. So, dann schauen wir mal, dass wir die Folie abbekommen. Und so sieht das dann aus. Also, wir haben hier ein wunderbares Motiv. Und zwar den Crystal F in diesem Fall hier abgebildet. Hier mit einer kleinen Puppe in der rechten Hand. Oh, der Kopf natürlich hier mit dieser Hassmaske bedeckt. Und der steckt hier mehr oder weniger in diesem Lampenschirm, der Kopf. Ansonsten lesen wir hier Hassmaske Hauke Edition, Rough Fiction Productions, Musik von hasskranken Menschen für hasskranke Menschen. So, ansonsten hier in schwarz auf der Seite, wie gesagt, dieser Drittelabschnitt hier dieses Motivs. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Das sind hier übrigens keine Schrammen oder Kratzer. Das gehört hier wirklich zum Design. Barcode, Beteiligte. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen rein. Wir haben hier eine reguläre Clubbox. Und das ist der Inhalt. Wir haben hier als erstes mal eine Maske, also eine Skimaske, eine Sturmhaube oder auch Hassmaske. Dann haben wir eine Halskette. Eine Bonus-EP Trail Mix. Das Album an sich, Hassmaske. Ein Poster und natürlich eine Autogrammkarte. So, von Ihnen die Box in weiß. Und dann schauen wir uns das mal an. Also, das Album kommt hier ohne Folie. Bonus EP ebenfalls. Die einzigen zwei Sachen, die wirklich noch in Folie sind, sind diese Maske und diese Halskette. So, wo machen wir das hier auf? Einmal hier. Und als nächstes kommen wir zur Halskette. Gut, dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Das sieht so aus. Hier haben wir wieder alle drei Herrschaften wunderbar versammelt hier am Esstisch. Also rein von der Statur her, von der Optik her, würde ich mal sagen, hier links Arbok, in der Mitte Hauke und rechts dann Klausi. Das Ganze kommt hier in einem regulären Jewel Case. Auf der Seite Rough Fiction Hassmaske RFP 020, also die Katalognummer von Rough Fiction Productions. Dann haben wir hier die Tracklist, 13 Stück an der Zahl, diverse Features. Und zwar haben wir hier Features von 00 John ODMGDIA und Swiss Tamash und nochmals John. Ja, Executive Producers Chris Lev und John, die Beteiligten, und ein Barcode, Verbraucherhinweis auf Englisch, das wurde hier mit so einem Siegel gelöst.
Also bedeutet, wenn man die CD wirklich öffnen möchte, dann muss man hier tatsächlich dieses Siegel brechen. Wir werden mal schauen. So, jetzt haben wir es aufgeschnitten. Und dann schauen wir mal rein. So, das ist das Innenleben. Wir kommen als erstes wie immer zum Booklet. So, los geht's hier. Hasmaske. Okay, also wir haben hier einmal auf der ersten Seite die kompletten Credits und die Übersicht der Beteiligten. Dann hier wieder mal so ein wunderbares Familienfoto der drei. Etwas abgewandelte Outfits. Zumindest eine Person. So, dann wird hier fleißig gekocht und mit dem Mikroskop gearbeitet. Dann die Credits, nein, die Tracklist. Also die Tracklist hier auch nochmal mit den Lyrics. Die einzelnen Songs 1, 2, 3, 4 hier mit dabei. Gesamten Credits, Lyrics, alles mit dabei. Also, wunderbar. Hier kann man jeden Song dann mitsingen oder nachlesen. Und weiter geht's im Programm. So sieht das aus. Also diese Kulisse, dieses ganze Ambiente, diese Atmosphäre hier. Echt sehr schön. So, also meines Wissens oder so wie ich das sehe, dürfte das ganze Artwork gemeinsam mit dem Track Wer entstanden sein. Also alle Fotos hier erinnern mich ein bisschen so an diesen Videodreh von Wer. Gut, und zum Abschluss gibt es dann hier noch Track Nummer 13, Lyrics oder der Danksagung. Wir danken allen, die uns bei diesem Album unterstützt haben, Ra Familia für immer. So, dann packen wir das Booklet wieder zurück. Dann ist das hier die CD, Pentagramm oben drauf, auf der Rückseite auch nochmal. Und damit nicht genug, wir haben auch noch einen weiteren Inhalt. Das ist jetzt wirklich speziell in der Hauke Edition. Das Album ist natürlich in jeder der drei Boxen dabei, aber das hier, Trail Mix von Crystal F und John, das ist wirklich nur hier drin. Kommt hier in einem Jewel Case. So sieht das aus. Trail Mix lesen wir auch hier. Und auf der Rückseite die Tracklist. Also, 5 Tracks sind es geworden. Die sind hier auch allesamt aufgeschrieben, wenn auch etwas ungewöhnlich. Ja, 5 Tracks. Und darunter wieder Ra Fiction etc. Dann würde ich sagen, schauen wir rein. Als erstes ins Booklet. Das ist hier sehr dünn gehalten. Ja, also einfach hier so Fotos vom Entstehungsprozess. Und dann haben wir hier noch die Credits zum Ganzen, zu dieser EP. Das waren die Beteiligten. Und die CD sieht ähnlich wirr aus wie das Artwork oder die Tracklist. Und so lesen wir hier auch wieder so etwas abgeschnitten Trail Mix. Ja, ist ein EP mit 5 Bonustracks, die hier mit dabei ist. Also insgesamt dann 18 Tracks, also 13 auf dem Album, 5 auf der EP. Dann haben wir die berüchtigte Hassmaske. Die kommt hier in einem wunderbaren Pink. Auf der Stirn ein kleines Kätzchen. Dann lesen wir hier Hauke Gang. Und hier unten nochmal der Aufnäher, originale Hassmaske, Ra Fiction, established 2020. Auf der Rückseite blank in pink. Und wir haben es hier zu tun mit Ra Fiction, okay. Und das Ganze ist so von der Distri GmbH, 100% Polyacryl und das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. So, damit kann man dann wunderbar Motorrad fahren, Skifahren, ja, oder auch diverse andere Aktivitäten vollziehen. Eine Autogrammkarte ist mit dabei, natürlich die von Crystal F, auch hier wieder dieses Lampenschirmfoto, Rückseite weiß. Dann gibt es noch ein Poster. Und beim Poster hat man das Ganze so gelöst, natürlich ist auch das Poster in allen drei Boxen drin. Aber auch hier wieder je nach Edition unterschiedlich, denn wir haben hier wieder das Einzelbild von Crystal F hier im Hochformat. Und auf der Rückseite, ich glaube dies bei allen drei Editionen gleich, hier wieder die gesamte Ra Familia vereinigt. Also alle drei Herrschaften hier bei ihrem Kaffeekränzchen
Poster somit beidseitig bedruckt, einmal Querformat, einmal Hochformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier auch nochmal etwas dabei, was wirklich nur in der Hauke-Box drin ist, und zwar diese Halskette. So, wir werden das Ganze mal hier etwas anders aufziehen. So, also, das ist der Anhänger. Wir haben hier so ein Küchenmesser mit Rafiction Schriftzug. Auf der Rückseite ist die Messerschneide unbeschriftet, wie man sehen kann. Dann hier so ein Anhänger. Und hier auf der entgegengesetzten Seite natürlich wieder ein Verschluss. Hier, nein, da haben wir es. Ist doch gar kein Verschluss, okay. Also, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, gibt es hier doch keinen Verschluss, denn das Ganze ist hier einfach so ein Bindeglied, aber das hat hier keinen entsprechenden Mechanismus, um das zu öffnen. Also die kann man sich natürlich so um den Kopf machen, aber wenn ich es jetzt richtig sehe, kann man die nicht öffnen, nein. Aber ich habe es gerade probiert, also ist auf jeden Fall groß genug, um sie über den Kopf ziehen zu können. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich als Innerbox befindet. Einmal die eben gezeigte Halskette mit diesem Küchenmesser. Dann das Poster, einseitig bedruckt, beidseitig bedruckt, einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte von Hauke. Dann die entsprechende Hassmaske. Die Bonus-EP Trailmix von Crystal F und John. Und natürlich das Album an sich, Hassmaske mit 13 Tracks, ebenfalls im Jewelcase. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Hassmaske Hauke Edition von Rafiction. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rafiction unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.